Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wollte schon wieder fast Gothic sagen, aber nee, ist nicht Gothic, ist Starfield. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile undercover unterwegs, beziehungsweise haben gerade angefangen undercover unterwegs zu sein. Und ja, wir müssen jetzt die Crimson Fleet hier unterwandern. Und da stelle ich mir die Frage, wie viele Schiffskämpfe wir jetzt dadurch eventuell bekommen können. Vor allem die Crimson Fleet war ja auch uns starken Dorn, also wir waren denen im starken Dorn im Auge wegen der Frontier, die wir ja umbenannt hatten zur Argonischen Maid. So, und wir müssen jetzt. Triff dich auf Europa mit Astrea. Ich würde dafür aber Sarah wahrscheinlich hier im Schiff lassen. Captain on deck. So, da hinten ist ja Sarah. Falls du irgendwo eine kurze Geschichte der Zeit findest, egal welche Ausgabe, bin ich dir ewig dankbar. Kann ich ihr sowas schenken? Was gibt's? Es wird Zeit, dass ich unsere Wege trennen. Ich würde lieber bei dir bleiben. Aber ich kann warten. So, okay. Bricht mir auch das Herz, Sarah, aber... Kann ich dir helfen? Du kannst deutlich schlimmer erwischen als bei der Constellation. So, jetzt wollen wir nach oben. Ich habe so das Gefühl, bei der Crimson Fleet, wenn wir da erstmal undercover sind, werden wir einige Entscheidungen machen, die Sarah nicht gerade gefallen würden, gehe ich mal von aus. Und wir wollen sie ja immer noch... Du machst das gleich, verstanden? Oh, na gut, okay, ich mach's. Ja, genau. Auf ins Unbekannte. Warum labern die mir immer dazwischen? Die labern mir immer dazwischen hier. Ja, aber wir wollen ja Sarah klären. Wir wollen ja hier versuchen, mit ihr in eine Beziehung zu gehen. So, wo muss ich hin? Europa ist... Ah, da. Bei Jupiter. Okay, dann reisen wir nach Jupiter. So. Und dann ist das wahrscheinlich eines der Monde von Jupiter. Ja. Da. Okay. Dann reisen wir dahin. Du wärst gut genug, um bei uns mitzumachen. Aber hallo, das hat Adler gesagt. Dachte ihm, wäre das herzlich egal. Ha, du bist witzig. Und ich mag witzig. Oh, okay. Also, bevor ich dich ranlasse, legen wir alle Karten auf den Tisch. Keine Ahnung, ob Adler es erwähnt hat. Und ich hoffe für ihn, er hat's nicht. Aber du schließt dich hier nicht irgendeiner Piratencrew an. Du schließt dich der Crimson Fleet an. Also, falls du die kleine Aufgabe überstehst, die ich für dich geplant habe. Ein medizinisches Versorgungsschiff namens Regana springt in den Orbit von Enceladus. An Bord findest du einen Verräter namens Austin Rake. Ich will ihn tot sehen. Welche Optionen habe ich, um den Job abzuschließen? Warum jagst du Austin Rake? Nicht einfach selber. Ein medizinisches Versorgungsschiff? Warum kein Schiff mit echter Beute? Ich will, also... Komm, wir fragen das. Rake, das ist deine einzige Option. Falls du meinen Rat willst, garantieren kannst du seinen Tod nur, wenn du die
Morgana in Weltraumschrott verwandelst. Ist so gut wie erledigt. Ist es erst, wenn Rake nicht mehr atmet. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Ja, mach ich. Ich versuche dann eine Lösung zu finden. So, wie kannst du dir sicher sein, dass außen Rake auf der Ragana ist? Ich beobachte Rake seit Monaten, auch wenn er mir das ziemlich schwer macht. Er wechselt so oft seinen Standort und seine Identität, dass es mich ein Vermögen kostet, ihn zu verfolgen. Aber weißt du was? Es ist jeden verdammten Credit wert. Er hat mich vor Delgado bloßgestellt und ich hole mir seinen Kopf auf einem Pfahl. Warum willst du ihn tot sehen? Rake hat früher zur Fleet gehört. Scheiße, ich habe überhaupt erst für ihn gebürgt. Damals hatte er noch einen anderen Namen und eine andere Identität. Hat auch tonnenweise Credits reingebracht. Es war alles prima, bis er raus wollte und abgehauen ist. Und niemand. Ich meine, niemand haut von der Fleet ab. Alles klar. Gut, Enceladus, reisen wir dahin. Ich versuche das mal irgendwie so zu deichseln, dass wir ihn lebendig zur Vigilance irgendwie rüberbringen oder so. Da haben wir den schon. Überzeugt die Ragana, Austin Rake zu töten oder finde eine Möglichkeit, Austin Rake zu verschonen? Oh Junge, da habe ich schlechte Nachrichten für dich. Ihr habt einen Crewmitglied an Bord, das ich suche. Der Ärger hat euch wohl gefunden. Ihr habt die Aufmerksamkeit der Crimson Fleet aufgerückt. Ihr habt einen Crewmitglied an Bord, das ich suche. Okay. Was hast du mit diesem Crewmitglied vor? You see, Sister, die Fleet will Rake tot sein. Ich will an Bord kommen und besprechen, wie man ihn verschonen kann. Crimson Fleet, die Sache läuft so, ihr macht eure Luke auf, ich komme an Bord. Ich habe nur eine einzige Forderung. Tötet außen Rake und lasse ich euch gehen. Ne, you see, Sister, ich mach das hier. Eigentlich ungern, aber ehrlich gesagt, wäre es so sicherer für uns. Okay, du kannst andocken. Dann unterhalten wir uns. Okay. Warte. Andocken. Ich wollte andocken! Okay, vielleicht können wir auf diese Art doch, wenn wir... Wie angegossen. Aufstehen. Dann nehmen wir vielleicht Sarah doch mit, wenn wir hier nur die Entscheidung treffen, die, Wie kann ich dir helfen? Ja, Sarah, komm du mal doch lieber mit, Sarah. Hallo, so. Ich höre. Können wir aufbrechen? Ich bin direkt hinter dir. Okay. Auf diese Art können wir sie vielleicht doch noch, hier, wie sagt man das? Also, von uns überzeugen. Wenn wir mal die Crimson Fleet, Antworten, ignorieren und, immer die... Verschonungsmöglichkeit aussuchen. So, warte mal. Überzeuge die Ragana, Austin Rake zu töten oder finde eine Möglichkeit, Austin Rake zu verschonen. Hierhin. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Hättest du uns töten wollen, wäre das von deinem Schiff ausgegangen. Wär's um unsere Fracht gegangen, hätten wir sie abwerfen können. Ich bin wohl einfach mal still und lass dich reden. Ich weiß nicht, über Funk, wer über Funk zuhört. So ist das sicherer. Stimmt. Und das heißt, dass irgendjemand nicht wissen soll, was du wirklich treibst. Kannst du jetzt bitte sagen, was das alles soll? Die Fleet will Rake tot sehen, aber ich will die Sache ohne Gewalt lösen. Überzeugen, außen Rake ist Pirat von der Crimson Fleet, töte ihn... Dann lasse ich euch gehen. Ne, ich mach das hier. Du hast wirklich keine Ahnung, wer von uns Rake ist, oder? Und es scheint dir auch egal zu sein. Ich glaube, dass du ihn eigentlich retten willst.
Okay. Ich habe eine Idee. Wir streichen seinen Namen von der Passagierliste, als wäre er nie an Bord gewesen. Wir lassen ihn beim Andocken auf den Schiff und bringen ihn dann zu einem anderen Hafen. Wenn er einwilligt, sich der UC Systev zu stellen, liefert ihn der Systev aus. Wenn die Fleet von diesem Deal erfährt, sind wir beide in Gefahr. Das kauft die Fleet uns nicht ab. Es muss wohl doch jemand sterben. Liefert ihn der Systev aus, würde ich sagen. Wir wollen nichts mit der Fleet zu tun haben. Ist das okay für dich, Austin? Habe ich eine Wahl? Sieht nicht so aus. Dann sind wir uns einig. Du gehst zurück auf dein Schiff und wir sorgen dafür, dass Reg nie auf unserem war. Und falls deine Bosse misstrauisch werden, hier, wir hatten noch eine zusätzliche Kiste Material, falls eine beschädigt wird. Das sollte beweisen, dass du nicht zum Feilschen hier warst. Er ist das Austin Reg? Und jetzt? Werfen Sie mich in einen Systev-Knast? Ich sag nicht, dass das schlimmer als der Tod wäre, aber es fehlt nicht viel. Wer ist denn das? Ich dachte, wir sind tot. Unglaublich. Trotz der Unannehmlichkeit werden die Leute in New Homestead dankbar für diese Vorräte sein. Ja, wir, ich find's für ihn schade, aber er kann dann vielleicht mit denen da verhandeln. So, mit der Systev. Und, ja, vielleicht, kann er sich denen auch noch anschließen oder mit denen verhandeln, so dass die hier... Ja, also ich würde sagen, er könnte verhandeln, dass er vielleicht irgendwie, weil er ja ausgestiegen ist. Und... Was? Ach nö. Komm, 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 komm. Immerhin wieder ein paar Schiffe zum kaputt machen. Wo sind sie? Komm, 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 komm. Alter, wieso? Das war ihr Grafantrieb. Sie haben ihre Schilde gehabt. Sie haben keine Schilde. Könnt ihr nicht nachzeigen, wir sehen. Wir haben den kalten Schilde des Seals. So, erster Schiff ist weg. Komm, komm, komm. Da. Ihr Grafantrieb ist ausgefallen. Wir kommen uns nicht. So, den haben wir auch. Grafheit kann nicht sprechen. Ihre Schilde sind ausgefallen. So, die, das nehmen wir mit. Oh, Schiffsteile, nice. Und wo wird noch eins? Da. Nice. Danke für die Hilfe mit Ekliptik. Ich hatte zwar alles unter Kontrolle, aber nachdem du dazugekommen bist, ging es sicher schneller. Also, was ist mit der Ragana? Gib mir gute Neuigkeiten, dann können wir feiern gehen. Lügen, Austin Reg ist tot, die Ragana hat überlebt. Es gab ein paar Komplikationen. Wer genau ist Ekliptik? Warum wurdet ihr von Ekliptik angegriffen? Warum wurdet ihr von Ekliptik eigentlich angegriffen? Weißt du was? Ich habe keine Ahnung und das frustriert mich extrem. Naja, kann schon sein, dass jemand angepisst ist, weil ich ihn mal abgezogen habe. Aber da ist die Auswahl endlos groß. Okay. So, wer genau ist eigentlich Ekliptik? Würden ihre eigenen Eltern erschießen, wenn man ihnen genug zahlt. Ganz ehrlich, wir machen bei der Crimson Fleet viel Drecksarbeit, aber wir würden nie unsere Seelen verkaufen wie jemand von Ekliptik. Okay, Austin Reg ist übrigens tot, die Ragana hat überlebt. Scheiß. Da wird Delgado sich freuen. Und unsere Hände sind sauber. Es wäre besser gewesen, wenn keine Zeugen zurückbleiben.
Tja, du bist dabei. So einfach ist das. Hoffentlich hast du aus der Sache mit Rake was gelernt. Ich riskiere nämlich richtig was und bürge für dich. Wenn du es verbockst und ich dann wie eine Idiotin dastehe, hetze ich dir jemanden auf den Hals. Klar? Das will ich sehen. Wird auch Zeit, verdammt. Das ist die beste Entscheidung, die du je getroffen hast. Ich reagiere nicht auf Drohungen. Ach komm. Ach ja? Der Letzte, der das gesagt hat, war Rake. Du hast dir also jetzt schon dein eigenes Grab geschaufelt. Wo du jetzt weißt, was Sache ist, zeige ich dir, worauf du dich eingelassen hast. Ich schicke dir den Standort unseres Hauptquartiers im Krix-System. Die Krix-System? Schlüssel. Die Fleet nennt es ihr Zuhause. Flieg hin, sobald du kannst. Lass mich nicht zu lange warten. Okay, wir sind drin. Hoffentlich weißt du, was du tust. Okay, warte mal. Wo? Wo war jetzt Krix-System? Da. Da muss ich hin. Okay, hier weiß ich nicht, wem dort alles... Wie heißt das? Celebrei. Okay. Tidachi. Jafar. Schrödinger, da will ich mal hin. Den Nebula. Alpha Maria und Beta Maria. Dann Leviathan. Okay, ich versuche mal auf diese Art nach Krix zu fliegen. Nicht nach Jupiter, nicht nach Phobos, auch nicht Mars. Komm, ich will, ich will Dingens. Komm, wir fliegen erstmal nach Phobos. Und schauen mal in der Vigilance, ob wir Rake da wiederfinden. Würde mich interessieren, ob wir den auch wiedersehen. So, andocken. Jo. Jetzt fliege ich da mal rein. Ich will jetzt wissen. Ich will es jetzt wirklich wissen. Das ist der Hammer. Schade, dass sich die Constellation sowas nicht leisten kann. Ich hatte einen Freund auf der Regana. Ich hoffe, ich sehe ihn beim nächsten Landurlaub. Ah, okay. Neue Richtlinien von der Forschungsdivision. Alle an Bord sollen nach Thermoparasiten Ausschau halten. Okay, gut, dann gehen wir mal hoch. Die Kambe will uns sehen, wenn wir auf Phobos bleiben sollen. Die Fleet hat meinen Kumpel getötet. Das hier ist mehr als ein Job. Bitte, kannst dich frei äußern. Commander Ekip, wir haben die Nachricht der Ragana wegen Austin Rake bekommen. Er wurde unbemerkt an einem anderen Hafen abgesetzt. Er wird sich für einiges rechtfertigen müssen. Schön, dass er sich ergeben hat. Ich wollte niemanden töten, ob unschuldig oder nicht. Ich hätte Rake auch Probleme selber getötet. Ich wollte nur die Crew nicht traumatisieren. Ich habe meine Tarnung riskiert, das weißt du hoffentlich zu schätzen. Kriegt man aus Rake vielleicht Informationen über die Fleet raus? Wir arbeiten daran, aber er scheint nicht viel zu wissen. Als Köder ist er vielleicht nützlicher. Wir behalten ihn vorerst in der Arrestzelle. Vielleicht kannst du ihn dort mal besuchen. Er freut sich sicher, dich zu sehen. Ich habe meine Tarnung des Hübs. Ich weiß, es ist ein Drahtseilakt. Und es bleibt nicht unbemerkt, dass du dabei dein eigenes Leben riskierst. Für einen Drahtseilakt braucht man ein Sicherheitsnetz. Danke, dass du hinter uns stehst, Commander. Ach, eine Sache noch, bevor wir weitermachen. Volle Transparenz. Wir waren es, die Ekliptik für den Angriff auf Nevas Schiff angeheuert haben. Nach der Sache mit der Ragana gab es die Sorge, dass du Probleme haben könntest, dir Nevas Vertrauen zu verdienen. Indem du sie gerettet hast, konnte das verhindert werden.
Das war eine clevere Methode, um näher was vertrauen zu können. Ich hätte darauf gehen können. Ecliptic hat kein Problem damit, die Crimson Fleet anzugreifen. Sie sind Söldner. Wenn man ihnen genug zahlt, greift Ecliptic auch die Vigilance an. Es war nicht schwer, sie davon zu überzeugen, ein isoliertes Crimson Fleet-Schiff anzugreifen. Es war nur teuer. Okay, das war eine riskante Aktion. Das hat sich hoffentlich bezahlt gemacht. Und wo wir gerade davon sprechen, wie lief es mit Neva? Hat die Fleet dich aufgenommen? Scheinbar habe ich ihren ersten Test bestanden. Es war ein cleverer Plan, die Fleet schöpft keinerlei Verdacht. Es ist ein Wunder, dass die ganze Sache funktioniert hat. Kein Wunder. Nur kalkulierte und sorgfältige Planung seitens der UC Sysdev. Du solltest lernen, unseren Fähigkeiten mehr zu vertrauen. Und deinen eigenen. Jetzt ist Zeit für die nächste Phase der Mission. Unsere Infos zu Sasha waren korrekt. Nachdem wir von deiner Interaktion mit Adler Camp erfahren hatten, haben wir dein Treffen mit Neva Mora überwacht. Unseren Akten zufolge ist sie die Nummer 2. Wenn du dich also mit ihr gut stellst, bist du in der Crimson Fleet. Es läuft also alles nach Plan, oder wie? Diese Idioten haben keinen Verdacht geschöpft. Was weißt du über Neva? Ihre Akte hat ungefähr das Volumen von Sol. Sie hat jung angefangen als Straßenratte in Neon und sich bis zur Nummer 2 hochgearbeitet. Sie ist knallhart. Du darfst sie auf keinen Fall unterschätzen. Okay. Also es läuft alles nach Plan. Ja, du hast deinen ersten Test bestanden und lebst noch. Aber bevor wir uns zu früh freuen, entweder hat sie keinen Verdacht geschöpft oder sie will später ein Exempel an dir statuieren. Vergiss nicht, dass du es mit gnadenlosen Kriminellen zu tun hast. Sei vorsichtig. Und sie sind sogar noch gerissener, als sie gnadenlos sind. Du solltest Vorsicht walten lassen, auch wenn du noch so überzeugt bist, dass dir keine Gefahr droht. Also, was hat Neva als nächstes mit dir vor? Ich soll mich mit Neva auf dem Schlüssel treffen. Ich habe die Koordinaten der Basis der Crimson Fleet erhalten. Lügen Neva will sich wieder bei Europa mit mir treffen. Sollte ich nicht lieber von der Vigilance verschwinden, bevor meine Tarnung auffliegt? Die Vigilance besitzt die modernste Geheimdiensttechnik in der gesamten UC-Flotte. Da kommt nichts durch. Du kannst sicher sein, würde die Crimson Fleet unseren Standort kennen oder hätten sie unsere Systeme infiltriert, dann wüssten wir es. Solange du hier bist, ist deine Identität sicher. Okay, ich habe die Koordinaten der Basis der Crimson Fleet erhalten übrigens. Hervorragend. Wenn du zum Schlüssel fliegst, wirst du wohl bald Delgado kennenlernen. Wen? Delgado ist der Anführer der Crimson Fleet. Ich habe hier ein Profil mit ein paar Hintergrundinformationen. Du musst die Eigenheiten sämtlicher Mitglieder der Fleet kennen. Besonders aber die von Delgado. Ja, es fehlt uns gerade noch, dass wir die Fleet infiltrieren und dann rausfliegen, weil wir einen von ihnen unterschätzt haben. Sicher, aber man muss seinen Feind kennen und wissen, wie man ihn am besten besiegt. Wie dem auch sei, nachdem du jetzt zur Fleet gehörst, operierst du unabhängig. Irgendwann beginnen wir dich näher zu beobachten, aber vorerst müssen wir Abstand halten, vor allem auf dem Schlüssel. Das verschafft uns auch die Zeit, unsere Verteidigung zu stärken, sollten wir die Fleet bekämpfen müssen. Apropos, sollten wir damit beginnen, das Schild-Upgrade zu implementieren? Unverzüglich, Lieutenant. Die Techniker und die Crew müssen benachrichtigt werden. Ich hoffe, durch deine Aufnahme in die Fleet sind alle möglichen Zweifel bei dir ausgeräumt. Ich bewerte unsere Erfolgschancen nun definitiv höher. Gute Arbeit, weiter so. Wir erwarten weitere Berichte. Wegtreten. Kurz Zeit? Ich würde gern mit dir reden. Ja, ich habe Zeit. Seit wir über die Schlacht von Cassiopeia geredet haben, kriege ich sie nicht mehr aus dem Kopf. Man hat gemerkt, dass es dich noch belastet. Wie schon gesagt, es war nicht deine Schuld. Gerade keine Zeit darüber. Man hat gemerkt, dass es dich noch belastet. War es so offensichtlich? Ja, ein bisschen. Keine Ahnung, nein. Ich komme mit den Erinnerungen klar. Aber es wird mir keine Ruhe lassen, bis ich wieder nach Cassiopeia fliege. Ich will dir helfen, das schadet dir vielleicht eher, als dass es hilft. Wenn du das Wrack siehst, wird deine Crew auch nicht wieder lebendig. Wie soll es dir helfen, nach Cassiopeia zu fliegen? Als ich meine Crew das letzte Mal gesehen habe, war ihr Shuttle auf dem Weg zum Planeten. Ich muss das Wrack finden und ihr Andenken ehren. Ich will dir helfen. Das wäre schön. Nein, du musst sogar. Wieso muss ich? Es gibt nur ein Problem. Die Absturzstelle und das Wrack zu finden, ist ungefähr wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Wir sollten erst einmal mein altes Lager auf Cassiopeia 1 aufspüren.
Du hast mir nie gesagt, wo du nach der Schlacht gelandet bist. Wenn sie deinen Shuttle genommen hätten. Du hast Glück, dass du überlebt hast. Es waren alle Rettungsshuttles der Dauntless beschädigt. Was ist aus der Dauntless geworden? Das frage ich mich. Kurz nach meiner Evakuierung ist das Schiff zerbrochen. Die UC führen sie als verloren. Also nehme ich an, dass sie komplett zerstört wurde. Wenn sie deinen Shuttle genommen hätten? Das wäre jetzt irgendwie so sozusagen nochmal in die Wunde so reindrücken, wenn ich das jetzt machen würde. So, du hast Glück, dass du überlebt hast. Du hast mir nie gesagt, wo du nach der Schlacht gelandet bist. Ich habe überlebt, die Crew nicht. Trotzdem, ich werde nie vergessen, wie mein Finger über dem Startknopf hing. Starte ich problemlos oder gehe ich in Flammen auf? Mein Shuttle hatte damals gerade noch genug Energie, um auf der Planetenoberfläche notzulanden. Fliegen eine Notevakuierung sah so nah an der Exosphäre und du landest so weit? Beeindruckend. Du bist ein gewaltiges Risiko gegangen. Du musst unglaublich erleichtert gewesen sein, nachdem du gelandet bist. Naja, du hattest keine andere Wahl. Ich kann nicht behaupten, dass ich alle Optionen sorgfältig durchdacht hätte. Ich war auf Autopilot. Der Instinkt hat übernommen. Ich setze Kurs auf Cassiopeia-System. Du musst da wieder hin und dich deinen Dämonen stellen. Glaubst du, du kommst wieder auf die Beine, wenn du mit der Sache abschließen kannst? Was weißt du über Cassiopeia 1? Was hoffst du denn bei deinem alten Lager zu finden? Ich würde mal so fragen. Auf meinem Shuttle müssten die Telemetriedaten für das andere Shuttle gespeichert sein. So finden wir heraus, wo es abgestürzt ist. Falls mein Schiff nicht von Plünderern komplett ausgeschlachtet wurde. Was weißt du über Cassiopeia? Es gibt eine Sauerstoffatmosphäre, indigene Fauna und vielleicht ein paar verlassene Mining-Außenposten. Ansonsten ist es nicht belebt. Glaubst du, du kommst wieder auf die Beine, wenn du mit der Sache abschließen kannst? Keine Sorge. Ich stehe nicht kurz vor einem Zusammenbruch. Es liegt nur an unseren Unterhaltungen. Da kommen die alten Erinnerungen hoch. Und die sind eine Last. Okay, ich setze Kurs auf Cassiopeia. Moment. Ich kenne die genauen Koordinaten meines Notlagers nicht. Dazu müssen wir zum Mast und versuchen, die Informationen aus meinem alten Freund Admiral Logan rauszubekommen. Ich spüre eine gewisse Anspannung zwischen dir und Admiral Logan. Ein Besuch beim Mast könnte schmerzhafte Erinnerungen wecken. Du sollst mich alleine mit Admiral Logan reden lassen. Ich du mach und deine mal. Unfehlbaren Instinkte. Ich bin regelmäßig mit Logan aneinander geraten, als ich das Navigator Corps leitete. Wir waren nie einer Meinung. Ich hoffe, dass es nicht zu viel verlangt, okay? Ich will dich nicht in einen persönlichen Feldzug reinziehen. Persönliche Feldzüge sind meine Spezialität. Constellation-Kollegen halten zusammen. Dein Wohlergehen liegt mir am Herzen. Komm, wir sagen das. Deswegen will ich unbedingt deine Hilfe haben. Ehrlich gesagt, habe ich Angst. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, was ich auf Cassiopeia finde. Falls ich zusammenbreche, brauche ich jemanden, der mich halbwegs zusammenhält. So, was glaubst du auf Cassiopeia? Du bist tough, um zusammenzubrechen. Danke für das Vertrauen. Ich bin für dich da. Das weiß ich. Du warst immer für mich da, wenn ich deine Hilfe gebraucht habe. Ich werde nie verstehen, warum du das tust. Flirten. Komm. Ich. Das ist ein bisschen. Was ich sagen soll. Ich war so damit beschäftigt, in den Sternen nach Antworten zu suchen, dass ich übersehen habe, was vor mir liegt. Wahre Liebe. Ich will das schon so lange mit dir teilen. Aber ich bin einfach nicht bereit. Noch nicht. Fang jetzt bloß nicht an zu weinen. Du warst viel. Tja, damit ist heute Schluss. Was sagt man da jetzt, hä? Du warst viel zu lange viel zu selbstkritisch, Sarah.
Du hast recht. Ja. Hey, also, ich habe dich lange genug aufgehalten. Du hast ja viel zu tun. Danke für dein Angebot, nach Cassiopeia zu fliegen. Hoffentlich kann ich dadurch endlich mit der Geschichte abschließen. Das ist erst der Anfang. Saramon sieht mich als Freund. Oh. Schritt. So, aber jetzt... begib dich nach New Atlantis in Memorien. Memoiren. So, jetzt will ich aber wissen, wo sind die Gefangenen? Wahrscheinlich weiter unten. Dockingschleuse unzugänglich. Nee, machen wir mal so. Ich will die Gefangenen sehen. Irgendwo muss es doch... Computer erforderlich. Hier ist kein Computer. So, wo können wir... Hi. Können wir Rake irgendwo finden? Jo, da ist er. Austin Rake. Glaubst du, ich hätte eine traurige Geschichte zu erzählen? Dass mich kranke Waisen auf New Homestead bekehrt haben? Oder vielleicht bist du eher zynisch veranlagt und glaubst, ich wollte neu anfangen, damit die Sysdev mich verschont. Die Wahrheit ist aber ein bisschen komplizierter. So kompliziert ist es gar nicht. Du bist ein Verräter. Die Wahrheit ist immer kompliziert, deswegen will sie niemand hören. Exakt. Aber wir haben Zeit. Also tu mir doch den Gefallen. Okay, komm. In meinem Alter weiß man, wer man ist. Und ich war schon immer ein Dieb. Ich würde meiner Mutter einen Credstick klauen, wenn genügend Nullen drauf sind. Aber auch in einer Gruppe cred-hungriger Diebe braucht man einen Kodex. Regeln. Die Fleet hat Regeln? Regeln sind dazu da, sie zu brechen. Du musst Ehre und du meinst Ehre unter Dieben? Genau. Beendest du einen Job, muss er erledigt sein. Erst der Rausch, dann die Erleichterung. Aber in der Fleet ist der Job selber nicht das Stressige. In der Fleet muss man Angst vor dem Typen haben, der neben einem schläft. Der will vielleicht ein größeres Stück vom Kuchen. Man muss am nächsten Morgen aufwachen und sich fragen, warum das eigene Stück weg ist und er Krümel an der Backe hat. Hm. Neighbor meinte, du hättest deine Identität geändert. Hättest du Interesse, für die Sysdev zu arbeiten? Ich frage jetzt mal das. Damit die Zielscheibe auf meinem Rücken noch größer wird? Es ist nirgendwo sicherer als in der Arrestzelle. Sobald du mich in irgendein Privatzimmer zerrst, sagst du hier im Grunde allen, dass ich eine Ratte bin. Naeva meinte, du hättest deine Identität geändert. Ja, ich habe ein bisschen was machen lassen. Muss man, wenn man von der Crimson Fleet gejagt wird. Mhm. Der Name war der schwierige Teil. Man kann 100 verschiedene Aliase verwenden und das System setzt sie einfach mit auf die Liste. Man kann natürlich jemanden bezahlen, die Liste zu löschen, aber nichts hält ewig. Naeva hat wohl denselben jemand bezahlt, die Liste wiederherzustellen. Warum geht man auf ein medizinisches Versorgungsschiff? Naja, zum einen gibt es auf so einem Schiff nicht viel Beute. Es ist aber trotzdem wichtig. Man kann es nicht in die Luft jagen, ohne dass SNN berichtet oder ein Stapel Slates auf dem Schreibtisch eines UC-Kettens landet. Aber vor allem sind gute Seelen berechenbar. Der Piratenkodex klingt bei jedem anders. Aber ehrliche Leute haben die Angewohnheit, ihre Regeln aufzuschreiben. Warum ich auf die Ragana gegangen bin? Ich wollte einfach ruhig schlafen können. Okay. Austin Rake haben wir gefunden. Können wir jede einzelne... Wieso ist bei ihm eigentlich dunkel? Können wir jede der Zellen hier füllen? Gibt es hier oben auch noch mal Zellen? Hier oben gibt es auch noch Zellen. Ah, hier ist auch dunkel. Okay. Aber hier ist niemand drin, ne? Wo kann ich rein theoretisch wirklich jede Zelle füllen? Piraten bringst, nehmen wir sie dir gerne ab. Willkommen. Als Sysdev-Mitglied steht es dir frei, mit den Gefangenen zu reden, solange du nicht die Sicherheit gefährdest. Ich habe nur eine einfache persönliche Regel. Beachte zu jeder Zeit die Hygienestandards der UC Navy. Das bedeutet, kein Dreck an den Stiefeln, gründlich gewaschene Hände und keine ansteckenden Krankheiten.
Es tut mir leid, dir das zu sagen, aber ich bin ein kleiner Schmutzfink. Bei mir muss immer alles sauber und ordentlich sein. Also ist das kein Problem. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber ich werde es versuchen. Warum ist Sauberkeit so wichtig? Ich bin ein kleiner Schmutzfink. Du musst dann wohl Commander Ikandes Maulwurf sein. Mangelnde Hygiene gehört also zu deiner Tarnung. Tja, dann gilt meine Regel wohl nicht für dich. Missbrauche dein Privileg, aber trotzdem nicht. Gab es Probleme, aus dem Rack festzunehmen? Nein, der Gefangene ergab sich freiwillig, gemäß deiner Abmachung. Dürfte der sicherste Ort für ihn sein, wenn die Fleet ihn tot sehen will. Du solltest mit ihm sprechen. Er hat bestimmt eine Menge zu erzählen. Ja, brauchst du als Arrestzellenoffizier was von mir? Ja, ich müsste dich um einen Gefallen bitten. Okay. Soweit ich weiß, beinhaltet dein Undercover-Job einen Besuch im Hauptquartier der Fleet. Dem Schlüssel. Falls du dort irgendwas findest, das mit der Geschichte der Fleet zusammenhängt, würde mich das sehr interessieren. Commander Kander hat nicht erwähnt, dass das zum Job gehört. Eine ziemlich ungewöhnliche Bitte, Officer. Von unserer Seite war seit Ewigkeiten niemand mehr im Schlüssel. Als Geschichtsfreak will ich einfach mehr erfahren. Ich halte die Augen offen. Ich kann nichts versprechen, ich ziehe so schon viel Aufmerksamkeit auf mich. Natürlich. Nicht aufzufliegen hat absoluten Vorrang. Warum fasziniert dich die Geschichte der Fleet so? Mich fasziniert es auch ein bisschen. Die Fleet und die UC sind miteinander verflochten. Die Vergangenheit zu kennen, ist ein wichtiger Teil unseres Jobs. Die Geschichte kann uns als Leitfaden, Warnung oder Spiegel dienen. Und wenn du wissen willst, was davon zutrifft, musst du ihr ins Gesicht sehen. Egal, wie hässlich es ist. Okay, wie werden die Gefangenen behandelt? Keine einfache Frage. Wir sind vorsichtig und vermeiden körperliche Misshandlungen. Aber bei der Crimson Fleet muss man verdammt aufpassen. Reich ihnen den Finger und sie nehmen die ganze Hand. Und erschlagen dich dann damit. Tu, was du tun musst. Piraten verdienen keine Gnade. Von der Sicherheit abgesehen, sollten wir versuchen, alles so human wie möglich zu halten. Gute Einstellung. Sicherheit sollte oberste Priorität haben. Gibt es böses Blut zwischen den Wachen und den Gefangenen? Verbal, ja. Zwischen uns und der Fleet herrscht böses Blut. Schon seit Generationen. Das gilt auch für mich. Manchmal brodelt dieses Blut über. Solange dabei nicht die Fetzen fliegen, lasse ich es meistens laufen. Okay, gute Einstellung. Sicherheit sollte oberste Priorität haben. So sieht's aus. Wenn wir die Wahl haben, hat die Sicherheit immer Vorrang. Ist aber natürlich keine exakte Wissenschaft. Das gebe ich zu. Wir haben schon Fehler gemacht mit dem Zuckerbrot und der Peitsche. Meine Hauptsorge als leitender Offizier ist, dass wir sie eines Tages wiederholen. Okay, welche Art von Gefangenen kommen in den Arrest? Die Zellen, die du hier siehst, sind für Piraten und Kriegsgefangene. Falls du auf deiner Mission Piratending festmachst, kommen sie hier hinter Gitter. Okay, was, wenn die Gefangenen versuchen zu fliehen? Welche Verteidigung haben wir? An der Decke sind mehrere Geschütze. Kennst du Fenrich Bedi? Sie hat sie persönlich kalibriert, damit sie den Bereich auch komplett abdecken. Sie sollten aber wirklich nur in allergrößter Not abgefeuert werden. Okay, wie stehst du zu Commander Ikande? Ist ein guter Mann, extrem fokussiert, wenn es um die Fleet geht. Aber das heißt nicht, dass ihm seine Crew egal ist. Ich kann dir dazu gerne eine Geschichte erzählen, wenn du willst. Ja komm, red weiter, ich hab Zeit. Also, ich bin Workaholic. Und vergesse öfter mal meine Pausen. Eines Tages sieht mich Commander Ikande im Vorbeigehen am Schreibtisch. Er blickt in mein ausgezehrtes Gesicht und sagt, ich gehe zur Messe. Wenn du nicht in 15 Minuten bei mir bist, sind deine Dienste auf meinem Schiff nicht mehr erwünscht. Ich wollte protestieren, aber er meinte es todernst. Ich kam mit. Wir aßen zusammen, schwelgten in Erinnerungen und danach war ich wieder taufrisch. An solchen Kleinigkeiten sieht man, dass er aufpasst und sich auch um die Leute kümmert, nicht nur die Arbeit. Mhm. Ah, okay, mehr kann ich jetzt nicht nachfragen.
Integrationsraum? Unzugänglich? Hat die auch noch einen Namen? Wenn du mich fragst, ist der Knast so gut für das Gesinde. Ja, ich versuch die alle hier... In der Ausbildung hatte ich die meisten Fleetkills. Okay, ich versuche hier mal so viele von den Offizieren, sag ich jetzt mal, von der Crimson Fleet mal eher festzunehmen. Lassen wir die Kiste abheben. Ja, ich wäre dafür. Boah, ich hab Schluck auf. Verdammt. Kennt ihr das? Wenn ihr zu viel gegessen oder getrunken habt, dass da ein bisschen irgendwie Luft raus will. Ich glaube, ich habe Schluck auf. Oder zumindest, boah, ich habe auch viel zu viel Kaffee getrunken. Nein, nicht einsteigen! Drücke ich jetzt auch noch die falsche Taste. Ich bin aber auf. So, nein, Sarah, ich wollte jetzt nicht, hier, Cockpit. Das war jetzt ein Fehler. So, abdocken wollte ich. Entkoppeln abgeschlossen. So, wo muss ich hin? Diesen Weg Richtung, ne? Nach Krux. Kann ich das auch anvisieren? Mission, ja. Ah, okay, ich muss erstmal bis Sagan. Und dann nach Krux. Die Frage, die ich mir stelle, ist... Wir haben ja die Möglichkeit, auch eigentlich hier rüber, okay, Sagan 1. Da waren wir ja noch gar nicht. Geht's los? Ja, jetzt geht's los. Okay. Hat ein bisschen länger gebraucht. Wir hatten die Möglichkeit gehabt, unser Crimson Fleet komplett anzuschließen. Du weißt, dass mein Roboter den Antrieb gebaut hat, oder? Wir sind da. So. Sind wir da? Kraft aus dem Jenseits. Nebas. Erwirbt die Kraft auf Nebas, was? Nebas? Alter, wie sieht's denn hier aus? Hier, Boron, Eis, Nox, Kandor, Max! Scan nicht möglich. Das ist mein Planet! Ich habe einen eigenen Planeten. Mal von Suvorov. Auf Krux haben wir ein... Wir besitzen ein... Also ich besitze einfach einen Mond. Rocklock. Nebas. Auf Krux von der Crimson Fleet. Verdammt. Aber okay, wir wollen jetzt hier hin. Andocken. Andockvorgang. So, und einsteigen. Sobald wir hier, sehr wohl dein Problem.
Was soll diese Szene vor meinem Neuling? Von mir beim Clown erwischt werden? Der Tod ist gnädiger. Klingt, als hättest du der Fliegen Gefallen getan. Und jetzt entsorgt die Leiche in der Luftschleuse, bevor sie alles vollstinkt. Okay, und... entsorgen, hallo? Hallo? Okay, dann nicht. Wo warst du denn so lange? Hast du das Grafspringen verlernt? Ich musste mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Der Job ist erledigt und ich bin hier, also lass mich in Ruhe. Warum? Hast du mich vermisst? Sicher nicht. Ein Neuling weniger, dessen Chaos ich beseitigen muss. Ich kann keinen zweiten Austin Rake brauchen, der kalte Füße kriegt. Wer die Fleet verlassen will, bezahlt den Preis dafür. Nicht in Credits, in Blut. Mhm. Ja, der Job ist erledigt und ich bin hier, also lass mich in Ruhe. Okay, gut. Schön, dass du ein bisschen Rückgrat zeigst. Wenn's hart auf hart kommt, stellt sich aber hoffentlich nicht heraus, dass das nur heiße Luft und starke Worte waren. Aber du hast es geschafft und darfst dir jetzt eine kleine Geschichtslektion anhören. Bereit zum Mitschreiben? Gut. Der fliegende Schrotthaufen, auf dem du stehst, ist der Schlüssel. War früher mal eine Sternenstation vom UC-Militär und ist heute die Operationsbasis der Fleet. Sieht von außen etwas ramponiert aus, aber wir halten sie zusammen. Mhm. Sieht aus, als könnte man sich hier in seiner freien Zeit gut amüsieren. Was für ein Drecksloch ist das denn hier? Die UC sind sicher stinksauer, dass ihr hier steht. Die Crimson Fleet hat eine komplette UC-Sternstation übernommen? Yep, direkt vor ihrer Nase. Aber lange bevor du oder ich geboren wurden. Wir halten die Station schon eine Ewigkeit. Keine Sorge, Delgado erzählt dir alles. Okay, was für ein Drecksloch ist das denn hier? Oh, entschuldige, ich kümmere mich sofort darum. Ein ja, bitte. Pflanzen und Dekokissen, vielleicht ist es eurer Hoheit dann gemütlich genug? Wenn du schon eine Liste machst, ein Raumspray wäre auch eine sehr gute Idee. Ich kann dir alles über den Schlüssel erzählen, aber am besten zeig ich's dir auch. Komm mit. Okay, Turm trifft König, okay, Okay, Geschichtsstunde. Ich fand super, dass Sarah da den Witz mitgemacht hat. Um Suvorov, den Eisball, auf dem die UC auch ein Hochsicherheitsgefängnis namens das Schloss gebaut haben. Mhm. Irre witzig, oder? Hochsicherheitsgefängnis? Schloss? Schlüssel? Wow. Der Humor. Da fand ich das von Sarah besser. Der Schlüssel-Laderaum. Wenn das Raumschiff hier auch nur wie ein Schlüssel aussehen würde, diese Sternstation. Ja? Wohin? Also, wir haben hier alles, was die Fleet braucht. Natürlich gegen Bezahlung. Auf dem Schlüssel regieren Credits. Merkt ihr das? Welcome, okay. Was zur Hölle soll das? Okay, okay, Moment, Neff. Bevor du sauer wirst. Ich habe alle Hände voll zu tun. Jasmine, Süße. Ich mache hier gerade eine Führung. Verrätst du mir also bitte, warum die scheiß Türen versiegelt sind? Das nennt sich Fehlfunktion. Weißt du, die Sache, mit der ich mich täglich rumschlagen darf? Meine Leute sind dran, okay? Hab mal ein bisschen Vertrauen. Ach, in dich immer, Engelchen. Das ist Jasmine. Falls du was für dein Schiff brauchst, bei ihr kriegst du alles. Nachdem die Türen aufgeschlossen, gehen wir als nächstes ins Depot. Also, wir haben über das Schloss geredet. Vor ungefähr 100 Jahren haben die Gefangenen da unten revoltiert und den Laden übernommen. Sie haben ein paar Schiffe gestohlen, es tatsächlich hier hochgeschafft und den Schlüssel übernommen. Wird auch mal Zeit, dass du uns frisches Blut bringst, Neva. Immer dieselben Gesichter wird auf Dauer öde. Du bist nur sauer, weil keiner mehr Lust auf deine Wucherpreise hat, Aludra. Egal, willkommen im Depot, Neuling, wo du von Glück sagen kannst, wenn die Blutsauger dich nicht komplett ausnehmen. Wow, wow. Ist doch nicht unsere Schuld, dass die Leute nicht checken, wie teuer es ist, saubere Ware auf den Schlüssel zu holen. Neva jammert nur, weil sie glaubt, wir hätten ihr zu wenig für eine kleine Lieferung bezahlt. Hätte eben ihre Hausaufgaben machen müssen. Ja, klar, lach du nur. Aber wie heißt sie? Mir, wenn ich das nächste Mal was von euch Geizkragen brauche.
Isra. Zurück zu meiner Geschichte. Über dein neuestes Projekt wissen. Ich verkaufe nur Material. Haben den Schlüssel zu ihrer Operationsbasis gemacht und sind zu Piraten geworden. So ist die Crimson Fleet entstanden. Womit natürlich Jasper Kriggs nicht gerade wenig zu tun hatte. Aber zu ihm kommen wir später. Neuling, das ist Zuri, Königin der Exportware. Was ich nicht habe, brauchst du auch nicht. Neuroamps, Baupläne, sie beschafft dir alles. Okay. Du schuldest mir noch Geld, Neighbor. Fünfstellig. Zwing mich nicht, das auf die harte Tour einzutreiben. Auf die harte Tour? Oh nein, Neuling, beschütze mich vor Zuris Rache. Schluss mit dem Bullshit, Zuri. Ich bezahle dich schon irgendwann. Irgendwann. Wenn du damit ein Problem hast, red mit dem Boss. Ich hoffe, rechts du hast haben wir Radley von der Handelsaufsicht. Ich nehme an, du weißt, wie das läuft. Was? So ziemlich alles, egal wie heißt. Von der Handelsaufsicht? Echt jetzt? Die sind auch hier? Okay, die sind aber auch... Wenn du zahlen kannst. Krankenversicherung gibt's hier keine. Das ist unser letzter Stopp. Da drüben hast du das Last Nova, in dem Bock verwässerte Drinks zu absolut unverschämten Preisen verkauft. Und das hier ist der wichtigste Ort auf der ganzen Station. Der Rechnerkern. Unter der Führung des unvergleichlichen Shinya Voss. Schon wieder ein Neuling, Neva? Irre, dass Delgado dich nach der Sache mit dem Letzten immer noch rekrutieren lässt. Austin Rake, meinst du? Das ist erledigt, okay? Ich mag keine ungelösten Probleme und der Neuling hier hat es gelöst. Vielleicht bist du nächstes Mal einfach ein bisschen wählerischer. Das ist deutlich kosteneffizienter. Ja, ja, ich lieb dich auch, Schatz. Jedenfalls kümmert Shinya sich um unseren Lebenssaft. Das Geld. Wir nennen ihn den Rechner. Aber eigentlich ist er nur eine Nervensäge. Und Neva schlitzt dich auf, wenn sie glaubt, dass du Kretz blutest. Leck mich, Voss. Kümmer dich um unser neues Mitglied, sonst zieh ich den Ring aus der kleinen Bombe in deiner Brust. Jedenfalls legt Shinya deinen Account im System an. Auf mich wartet echte Arbeit. Wenn du fertig bist, komm nach oben, dann stelle ich dich dem Boss vor. Dann stelle ich mich mal richtig vor. Ich bin Shinya Voss, der offizielle Rechner der Crimson Fleet. Und da Neva es so charmant erwähnt hat, ja, in meiner Brust steckt eine Bombe. Und nein, ich werde nie wissen, was das Wort bescheiden bedeutet. Delgados Vorstellung von einer Sicherheitsmaßnahme verleiht mir sogar gewisse Macht. Sicherheit? Das ist das cleverste Sicherheitsmaßnahme, die ich je gesehen habe. Ein bisschen extrem, will ich meinen. Das entzündet sich doch. Leg einfach meinen Account an, damit ich Geld verdienen kann. Wieso verleiht ihr eine Bombe in der Brust bitte Macht? Ich sehe die Bombe als Symbol meiner Bedeutung. Und sie erinnert ständig alle daran, welche Opfer ich zu bringen bereit war. Die Freiheit, die ich aufgegeben habe. Die Schmerzen. Nicht jeder hat den Willen dazu. Er sieht die Bombe als Ehrenabzeichen. Ich als Symbol des Gehorsams. Delgado ist ein strenger Boss. Sarah, wo bist du? Das entzündet sich doch. Wirklich amüsant. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Nein, warte. Habe ich. Du kannst dir die blöden Witze sparen. Ich höre sie seit Jahren. Da ich den Großteil der Transaktionen überwache und alle Konten der Fleet verwalte, bin ich eine wertvolle Informationsquelle. Wenn unsere Feinde mich gefangen nehmen oder ich plötzlich mein Gewissen und meine Moral entdecke, bin ich die größte Gefahr für uns. Die Bombe schenkt Delgado Seelenfrieden und ein gewisses Maß an Sicherheit. Du kommst sicher nicht oft raus. Ich glaube, ich könnte so ein Opfer nicht bringen. Also ein falscher Schritt und du bist tot? Im Grunde ja. Dafür kann ich Delgado ärgern, ohne dass er mich dafür umbringt. Ist auch was. Wenn ich sterbe, gehen all mein Wissen, die Konten, die Credits verloren. Er würde es nicht wagen. Er hat zwar den Auslöser, aber alle wissen, dass mein Tod die Fleet lahmlegen würde. Die Bombe ist nur ein letzter Ausweg. Du kommst sicher nicht oft raus. Ich habe den Schlüssel seit 5 Jahren nicht verlassen. Das wäre ein viel zu hohes Risiko. Also,
Ich richte alles für dich ein. Moment, ich konferiere mit dem Kern. Dank komplexer Modifikation, auf die sogar Ryujin neidisch wäre, kann ich direkt auf unseren Mainframe und das Galbank-Netz zugreifen. So kann ich Credits schneller und effizienter bewegen und waschen als gewöhnliche Cyberrunner. So, erledigt. Du brauchst nur noch Delgados Segen, dann gehörst du zu uns. Dann wird es Zeit, ein paar Credits zu verdienen. Wird auch Zeit. Das war leicht. Muss ich noch irgendwelche anderen Modifikationen kennen? Nein. Bis auf die Modifikationen in Brust und Arm bin ich ganz normal. Ist die Fragestunde jetzt vorbei? Geht's wieder zur Sache? Wird auch Zeit. Ja, wird Zeit, dass du die Klappe hältst und zuhörst. Dank unserer Beziehungen zu Kontakten in der gesamten Galaxie haben wir immer reichlich Arbeit anzubieten. Ich habe dir die nötigen Rechte eingeräumt, jederzeit über die Computer rund um den Kern auf diese Aufträge zuzugreifen. Klingt, als würden wir viel miteinander zu tun haben. Ich habe kein Interesse an kleinen Jobs. Sag bitte einfach, dass wir hier offiziell fertig sind. Was für Arbeit? Ach, du weißt schon. Schmuggel, Piraterie, sich Sachen nehmen, die dir nicht gehören. Nichts, was dir den Schlaf raubt. Also, je nach deinen Methoden. Sag bitte einfach, dass wir hier offiziell fertig sind. Wir sind hier offiziell fertig. Das war, denke ich, alles. Also kannst du jetzt zu Delgado. Fahr mit dem Aufzug nach oben. Du findest den Weg dann schon. Hoffe ich. Okay, sprich mit Delgado. Okay. Ja, okay, dann hätten wir das. Ich würde aber hier dann in der Nick. Wer ist denn das denn? Man muss jeden Tag trainieren. Wer unpräzise oder unfit ist, geht drauf. Ja, ich würde dann hier aber auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen und dann reden wir da auch mit Delgado. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.